Dank für den herzlichen Applaus. Euch allen ein gutes neues Jahr 2011 und uns allen ein erfolgreiches. Und dieses erfolgreiche Jahr 2011 hat einen Schlachtruf und der heißt oben bleiben. Sind mehr geworden. Wir sind angetreten gegen dieses unsinnige Großprojekt und für unser zukunftsorientiertes Bahnhofsprojekt Kopfbahnhof 21. Die Themen haben sich erweitert. Wir treten ein für eine Politik für die Bürger. Wir wollen Politik mit uns statt gegen uns. Und wir kämpfen für die Ignoranz, gegen die Ignoranz der Macht und für mehr Beteiligung. Auch dafür stehen wir. Und letztendlich stehen wir für eine moderne Politik, die uns ernst nimmt, die Bürger in diesem Land ernst nimmt, die sie nicht missbraucht als Stimmvieh alle 4 bis 5 Jahre bei der Wahl oder sich um sie bemüht, wenn es um das dienende Ehrenamt geht, sondern die kritischen Köpfe, die eine zukunftsorientierte Politik wollen, ernst nimmt und berücksichtigt, die mit uns mehr Demokratie wagt, statt die eigene Bürgerschaft zu bekämpfen. So gut wie sie war und so schlecht wie ihr Ergebnis war, hat doch eines gezeigt: Wir, die Bürger, sind diejenigen mit den besseren Argumenten. Unser Konzept funktioniert. Unser Kopfbahnhof-Konzept ist das Konzept mit mehr Bahn für die Bürger. Und Stuttgart 21 funktioniert eben nicht. Den Nachweis der Leistungsfähigkeit sind sie schuldig geblieben. Und deshalb stehen wir hier und fordern ein, unser Kopfbahnhof 21 als das leistungsfähige und zukunftsfähige Konzept für uns alle. Und deshalb fordern wir die Beteiligung des Aktionsbündnisses und seiner Experten bei dem Stresstest zu Stuttgart 21. Und deshalb. Und deshalb fordern wir den sofortigen Baustopp. Es darf kein Weiterbauen geben, ohne die Leistungsfähigkeit nachgewiesen zu haben. Der Schlichtung war, die Bürger und Bürgerinnen in unserem Land und auch bundesweit müssen in Zukunft bei allen Großprojekten neu, anders und zwar entscheidungsrelevant beteiligt werden. Noch am Tag nach der Schlichtung, noch am Schlichtungstag, hat unsere Landesregierung vollmundig gesagt, jawohl, das wollen wir machen. So langsam aber sicher kriechen sie mit der Wahrheit auf ihren Löchern. Statt mehr Beteiligung wollen sie unsere Bürgerrechte weiter beschränken. Und deshalb gehen wir auch deshalb auf die Straße und fordern alle in unserem Land auch mitzumachen. Das Fazit ist doch, die Politik hat nichts dazugelernt. Sie haben nichts begriffen. Land und Bahn lehnen die Beteiligung der Überprüfung der Leistungsfähigkeit von unseren Experten ab. Und sie wollen die Bürgerrechte weiter einschränken. Und sie machen das mit sehr verräterischen Worten. Unser Innenminister de Maizière, der Vertreter
der schwarz-gelben Bundesregierung und auch mit Zustimmung der schwarz-gelben Landesregierung hat mit folgenden Worten das begründet. Vorhaben wurden von den Bürgern oft auch aus sachfremden Erwägungen abgelehnt. Ja, Himmel, Herrgott, noch mal, was hat denn Stuttgart 21 schlicht und gezeigt? Wir haben die Sachargumente und die richtigen. Und die machen reine Machtpolitik auf Basis von falschen Argumenten. Während der Schlichtung gab es hier in Stuttgart einen Workshop. Dieser Workshop hieß Akzeptanz von Entscheidungen schaffen. Und ein Vertreter der Industrie beendete seinen Vortrag zu mehr Akzeptanz mit den Worten, der Widerstand der Bürger muss gebrochen werden. Meine Damen und Herren, wir versichern Ihnen, das wird nie passieren. Mit der Aussage, dass die Projekte viel zu lange dauern würden. Warum dauern sie denn so lange? Weil sie an uns Bürgerinnen und Bürgern vorbeigeplant werden. Weil wir nur benutzt werden in formalen Planungsverfahren, um dann hinterher in der Abstimmung hinter verschlossenen Türen unsere Argumente abzuwägen. Ich sage Ihnen eins, die beste Art der Beschleunigung ist uns entscheidungsrelevant im Vorfeld bei der Diskussion von Alternativen zu beteiligen. Dann wäre Stuttgart 21 nie passiert. Wir sind doch diejenigen, die eine moderne Politik wollen. Unsere Landesregierung hat doch diesen Zug längst verschlafen. Denn was heißt moderne Politik? Großprojekte ja, Modernität ja, Neuerungen ja, aber nach welchen Kriterien denn? Und die müssen noch ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Sie müssen uns Bürgern verständlich sein und uns gewollt werden. Sie müssen umweltschonend und klimaschutzschonend sein und sie müssen ein relevantes Kosten-Nutzen-Verhältnis haben und sie müssen die Ziele, mit denen die sie verwirklichen sollen, auch tatsächlich erreichen können. Das ist moderne Politik und dafür stehen wir. Und unser aller Widerstand ist heute mehr denn je gefordert. Wir sind nicht, wie so oft propagiert, in der Zeit nach dem Konflikt. Nein, wir sind mitten im Konflikt. Und deshalb kämpfen wir weiter für unseren Bahnhof und für unser Bahnprojekt Kopfbahnhof 21. Für eine moderne Politik, diskussionsbereit und bürgernah. Für eine zukunftsfähige Politik, die sich am Bürger orientiert und nicht am bloßen Machterhalt der etablierten schwarz-gelben Landesregierung. Und deshalb sagen wir, sofortiger Baustopp, weiterkämpfen und uns nicht für dumm verkaufen lassen. Deshalb sagen wir, abstimmen am 27. März und oben bleiben. Danke an Brigitte Dahlwender für diese schönen und wirklich wichtigen Worte. Sie war die durchsetzungsstarke Frau in dieser Runde, in dieser Schlichtungsrunde. Danke, Brigitte, für diese Leistung. Und wenn wir schon beim Thema durchsetzungsstarke Frauen sind, komme ich jetzt gleich zu unserem nächsten Programmpunkt.
Es gibt ja diese viel zitierte schwäbische Hausfrau, wird auch gerne mal von Frau Merkel zitiert, wenn es um sparsames Haushalten geht, was natürlich bei Stuttgart 21 keine so große Rolle spielt, leider. Aber es ist für uns hier in Stuttgart und auch in Baden-Württemberg war es lange Zeit klar, wer sind die berühmtesten schwäbischen Hausfrauen? Das sind ohne Zweifel Frau Kechele und Frau Peters. Und wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, heute Abend Frau Kechele zu gewinnen. Zwischen Hefezopfbacken und Kehrwoche hat sie gerade noch Zeit gefunden, hierher zu kommen und uns auch ihre Meinung zum Thema Stuttgart 21 zu sagen. Und ich denke, das wird sicherlich auch Frau Merkel in Berlin interessieren, was die berühmteste schwäbische Hausfrau zu diesem Thema zu sagen hat. Viel Spaß mit Frau Kechele!